Meine lieben Buds, zuerst mal wünsche ich euch einen wunderschönen, hervorragenden Sonntag. Für euch gibt es jetzt was richtig Geiles. Und zwar schenkt Case King euch ein High-End-Gaming-Monitor. Ich sehe das gerade vor mir, Leute. Guckt euch diese Kiste an. Und zwar steckt da eine kleine Geschichte hinter. Wir spielen ja zurzeit Forza 4 und ich hoffe auch für immer bis 5, 6, 7, 8, was auch immer. Und da dachte sich Case King: Uwe, wir möchten deinen Zuschauern einen fetten Widescreen schenken, damit die Forza 4 so richtig genießen können. So, eins, zwei und boom! Leute, guckt euch diese Kiste an. 35 Zoll Ultra-Wide-Curve-Fucking-Display. Guckt euch das an. Das Ding packen wir jetzt aus und verlosen dir. Boah, Alter, der Karton ist so groß wie meine ganze Wohnung. Wow. Ich meine, ihr müsst euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Case King sieht, Forza 4 ist da bei den Jungs gerade am Start und bei den Zuschauern. Ja, verlosen wir doch mal einen Monitor, der richtig dafür geeignet ist. Heieiei. Ach du Heiliger. Den hätte ich gern. Wow, Digga. Damit zocken, ja, das ist ein. Wow. Geil, Leute. Oh Gott. Die mein Gaming Room kennen, Leute, die wissen, ich habe auch ein Predator Widescreen. Passt auf. Das ist euer. Und hier oben ist meiner. Ich bin da ein riesen Fan von. Der klare Unterschied, der sofort auffällt, ist folgender. Der dünne Rand oben und an der Seite. Und jetzt hier, ich leuchte mal hin, weil der Hintergrund schwarz ist. Seht ihr das? Dieser dicke Rand da. Allein das schon, ne? Wisst ihr, was das heißt? Wenn ihr zum Beispiel drei von diesen Bildschirmen habt, einen in die Mitte, links und rechts, Digga, dann seid ihr aber sowas von im Game drin. Und dieser Curve-Display hat einen Betrachtungswinkel von 178 Grad, 200 Hertz und natürlich die Ultra-Wide-Quad-HD-Auflösung. 2 Millisekunden Reaktionszeit im Overdrive und eine LED-Beleuchtung auf der Rückseite, auf ganz nebenbei. So, und diesen geilen Monitor, Leute, im Wert von 2500 Euro verlosen wir genau jetzt. Wie funktioniert das Gewinnspiel zu diesem Stück hier? Ganz einfach, Leute. In dem Video, was ihr jetzt schauen werdet, mit welcher Person sitze ich da vorm Lenkrad und spiele Forza 4? Wie heißt die Person? Wie heißt mein Freund in dem Video, Leute? Schreibt das in die Kommentare, inklusive euren Instagram-Name, dafür, dass wir halt euch auf Instagram kontaktieren können und euch das feine Stück hier zuschicken können. Wer sich für diesen Monitor interessiert, Leute, Link dazu findet ihr natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr seht, ich habe hier den Vorgänger, ich kann es nur empfehlen. So, der Monitor geht auch wieder zurück, denn den behalte ich nicht selber, sondern der geht ja jetzt an euch. Also nehmt am Gewinnspiel teil, schreibt es in die Kommentare rein. Ich packe ihn jetzt ein und genießt das Video. Zocken gleich, entspannen ein bisschen, essen ein bisschen Chips. Lenkrad habe ich alles gebastelt hier, da, zack, habe erstmal beiseite geschoben. Hat alles soweit funktioniert? Ja, dann können wir mal zusammen so einen Stream starten. Das ist schon so sensibel, also ich muss erstmal gucken, ob das alles richtig eingestellt ist mit den Zuschauern, so einige davon haben Ahnung. Und sonst? Ich denke mal schon, dass es drum, überleg mal, du fährst mit McLaren, willst um eine Kurve fahren, wie viel lenkst du denn? Weißt du doch selber. Das ist doch gar nicht so viel. Ja, das ist. Das so ist. Und was anderes wird das nicht sein. Das wird so fein abgestimmt. Ja, sein. Genau, das ist so richtig so. Da muss man echt. Das ist nicht leicht. Geil. Du hast hier so einen richtigen Rennsessel. Wo hab ich das denn mal gesehen, Mensch? Ja, bei mir. Du hast mal so ein Ding gehabt, ne? Genau, da habe ich mir doch reingepflanzt. Mit dem Bildschirm vor und dann richtig mit Gang und so. Wo ist denn das Ding hin? Hallo, das ist Danilo. Ja, mal gucken, was hier so die Zukunft sagt mit meinen Zuschauern hier. Forza, so heißt das Spiel, dieses Autorennspiel. Allein guck dir die Grafik an, das sieht aus, als wenn es ein Film ist. Ja, aber das ist ja noch auf schlecht. Pass auf, warte. Das ist der McLaren Senna für eine Mio. So, liebe Zuschauer, ich zeige jetzt Danilo mal ein bisschen hier. Forza, wir sind jetzt, wie viele Zuschauer? 2122 Leute gucken dir gerade zu. Das ist aufregend. Auch das liebe ich ja, sowas. Ich stehe ja gerne im Mittelpunkt irgendwo. Irgendwas daneben, irgendwo. Wenn du mir da was erzählen willst mit der Grafik, ist nicht Film. Oder ich bin einfach ein Dussel und kenne das nicht anders. Vor allem nur mein Schild. Ja, Nummernschild kannst du, aber ich kann da noch viel mehr beim Nummernschild machen. Aber das ist jetzt was für Anfänger, für Idioten mit den Pfeilen. Naja. Naja, ich meine, wo sind wir denn? Ja, ja, also ich habe das Spiel ja auch neu, ne? Du musst erstmal so. Du, diese Fahrzeuge, das ist alles so sensibel. Du kannst natürlich auch so fahren, wenn du willst. So? Der Chat lacht sich auch, du. Und du kannst auch so fahren. So, komplett.
oder so. Also ja, so ist ja am besten, würde ich sagen. Finde ich auch cool, weil ich mag das Auto gerne sehen. So, jetzt kannst du ja gerne einfach mal, Danilo, weil die Pfeile sind ja was wie Idioten, pass auf. Ja, ich mit so einem Ding in der Hand. Na logisch. Setz dich mal hier hin auf meinem. Ja, das brauche ich unbedingt auch noch, damit ich mir richtig so einen Ofen mache. Ja, jetzt fahren wir hier, da gibst du Gas mit dem, da bremst du und hier lenkst du. Wo ist meine Linie? Ja, du musst rechts, unten hier ist das Navi. Und du musst der blauen Linie folgen. Und das ist dein Navigationssystem. Das weiß Bescheid, wer der Chef im Ring ist. Ja, yeah. Oh. Ja, weil Eis und so. Ja, ja, siehst du, weil das alles eisig ist. Was denn? Ich gehe selbst mit virtuellen Autos vernünftig um. Oh. Ja, jetzt ist wieder normale Strom. Merkst du so? Ja, jetzt hältst du da an. Nee, das war schon richtig. Aua, oh. Hast du denn den Abarth hast kaputt geboxt? Ich bin fertig, habe das Ziel erreicht. Ja, ist das Ziel. Geh doch mal hin zum Ziel. Nein, dreh um. Bremst. Dreh um. Umdrehen? Ja. Okay, hui. So. Ja, Handbremse ist auch hier. Auf den kannst du auch Handbremse machen. Ach so. Ja. Rückwärtsgang gibt's auch? Ja, jetzt geh wieder da, wo du eben warst. Jetzt genau, halt da vorne an, bei diesem Schrift. Halt an, stopp! Stopp? Ja! Warum? Ja, weil da doch dein Ziel ist. Was? Ah, jetzt weiß ich auch, wie rückwärts ist. Ja, ja. Stopp, da. Halt an! Ja, fahr da hin. So, jetzt kommt die nächste Stufe. Weil jetzt hast du ein Rennen. Du bist jetzt zum Rennen gefahren. Das ist dein Navigationssystem. Ja, jetzt habe ich auch die Lausche auf hier. So, okay. Nochmal. So, jetzt kannst du dich zum Rennen anmelden, weißt du? Ja, weil richtig. Du bist der Rennfahrer, du sagst dir, diese Pfeile sind ja nur so was wie Idioten, weißt du? Und jetzt geht's richtig los, oder? Jetzt geht's richtig los. Jetzt ist hier Schluss mit der Lustigkeit. Jetzt gibt's hier mal die Lenkräder. Weil ich hab's ja natürlich auch mit einem Profi zu tun hier, weißt du? Vor allem das Schöne ist, die Klänge sind richtig gut. Hm. Ah, das wird hier richtig festgeschraubt am Tisch. Ja, ja, jetzt. Aha! Hier. Achso, jetzt bist du mit einem SUV unterwegs? Ja, das ist fein. Jetzt ist lustig. Was nehmen wir denn hier? Den oder den? Das mit Kupplung? Nein, dann mach einfach. Wie denn? Ich muss lenken. Und da unten musst du Gas geben. Hier, Pedale da unten. Ja, ja, und Bremse und so. Oh. Ja, ja. Oh, der wackelt ja richtig, der Hund. Ja, das ist, Forst. Oh. Ist da eine Kredit festgemacht, oder? Ja, aber das ist ganz schön kurz hier. Nee, er war an der Kante gar nicht drin. Also, ah, jetzt. Ja, ist hier fest jetzt oder nicht? So, Rückwärtsgang. Ja, Bremse. Nee, machst du das? Ist Kupplung. Digga, kannst du kein Auto fahren oder was? Wie? Das ist Kupplung, ja. Ja, Bremse fest und rückwärts. Ah. Ja. Kannst du das schon ein bisschen? Mit dem Lenkrad? Ja. Nee. Was kannst du blöd erzählen? Was ist los, Herr? Du bist im Schnee, ne? Darfst du nicht vergessen. Den Pfeil, weil blöder Pfeil. So. Oder willst du so? Ja, mach mal so. So? Ja, genau da. Eieiei. Ja, aber das rutschig ist, ne? Ja, ja. Der imitiert ja alles, der Hund. Ja, du musst immer diese Checkpoints beachten. Da, du musst da zwischen den gelben Fahnen fahren, weißt du? Du bist da dran vorbeigefahren. Und das sind Minuspunkte dann. Das wollen wir nicht. Ja. Weil ich auch so ganz gut bin. Und los. Und los. Ja, warte, ich dreh um. Nein, so geht das nicht. Warum nicht? Warte. Übrigens, die gucken gerade 3000 Leute zu. Ja, das ist ja toll. Freu mich auch gar nicht zum Ofen jetzt. Ja, langsam, entspann dich. Aber Mann, was ist los mit ihm? Der hackt da gleich los wie eine Wildsau. Ja, du drückst zu doll. Ich drück gar nicht. Du musst langsam. Du hast mir eben selbst doch gesagt, ja, feinfühlig und so. Hier. Das ist zu langsam. Jetzt kannst du mal Gas geben. So gerade. Ja, genau, so. Quasi durchgeschlittert. Ah, wolltest du da einparken oder was? Ich will was essen. Ja, los, Gas. Geh doch weiter. Komm.
Ah, jetzt hast du eine Straße, jetzt ist wieder anders. Was eierst du denn da so? Ja, weiß ich auch nicht, mach her. Nee, nee. Hey, der Checkpoint, nochmal. Jetzt musst du zurück. Wie? Ja, was ist das? Ja, nicht fliegst, auf der Straße. Sonst fliegst du aus dem Rennen, das ist ja ein Rennen. Ja, das ist ein tolles Rennen, was ich hier mache. Das ist so wahrheitsgetreu, dass es. Kriegst richtig Respekt vor Schnee. Er soll Innenraumansicht, der Chat wünscht sich Innenraumansicht. So, auf realistisch bisschen, weißt du? Verstehe kein Wort. Guck mal, jetzt macht er einen auf Walter Röhrl hier. Zwischen die Fahne. Gar nicht so hektisch. Boah, das ist natürlich klar. Nee, du hast, glaube ich, sie noch berührt. Ist okay. Der ist ja Wahnsinn, Alter. Du bist ja kaputt. Das ist ja wie Kart fahren. Ja, ja. Und vor allem, du merkst ja jedes Ding hier. Und irgendwie habe ich halt auch das Gefühl, wenn du damit fährst, dass der Stuhl mitmacht. Oder wenn ich das... Weißt du, was ich meine? Das ist mit Gabel verboten. Nein, aber ich meine nur, ja. Aber ich meine nur so. Das ist, ich finde das... Aber wäre geil, ne? Ja, heftig. Wenn du das richtig drauf hast, macht das auch richtig Laune, glaube ich. Ja, ja. Ich bin jetzt ein totaler Legastheniker, was das angeht, aber trotzdem. Geil, oder? Ja, man muss es noch so richtig einstellen, dass es noch realistischer ist. Der Chat hat jetzt geschrieben, das ist, sag schnell, zu sensibel, haben die gesagt. Okay, ja, das hat man gemerkt. So, und ich weiß halt nicht so, keine Ahnung. Ich bin auch noch nie damit gefahren. Ja, ja, kann ich mit Controller fahren? Ist das okay? Nee, nee. Nee? Ich glaube, die Gaspedalen können wir dann nach vorne, ne, oder? Das erste Mal fahre ich mit Lenkrad-Livestream. Ich wollte zurückspulen, ging nicht. Ah. Jetzt hier scharf bremsen auf den. Ja, genau, und weiter geht's. Ah nein, da hinten ist auch noch. Ah. Ja, ich weiß nicht. Aber guck mal, jetzt lenkt er nicht mit, habt ihr gesehen? Er hat gerade Aussetzer gehabt. Ah, ich muss das auch richtig einstellen. Kann ich auch hier schalten? Ah, geil. Es geht schon. Ohne, dass ich das irgendwie einstellen muss, oder? Ne, das macht er von selbst. Okay, ist noch nicht eingestellt. Geil. Was hast du hier? Willst du kurz rückwärts fahren oder was? Das Ding ist, Livestream, ich habe hier, also eigentlich kann man das Ding hier am Tisch nicht festmachen. Ich habe hier nur so eine ganz kleine Minikante Livestream und deswegen. Aber wir müssen das halt austesten. Ja, Daniel, vielleicht kommt ja hier das eine oder andere Rennen von uns. Real Stand Pro, ja, das gibt so viele Sachen. Guck mal, ich kann euch jetzt die Kamera, ich habe nur so ein Stück, wo ich das ranmachen kann, da, hier, dieses Stück, da kann ich das, das ist viel zu wenig. Ja, von hier ist es hier noch versetzt, ne, durch diese Platte, die da ja, drunter ist, alles deswegen, so das kann gar nicht halten. Auf jeden Fall haben gerade 3166 Zuschauer gesehen, wie wir uns gerade zum Affen gemacht haben, mit erstes Mal Lenkrad fahren. Aber macht Spaß, ne? Natürlich. Aber wenn man das richtig einstellt, ich frage mal die Community, wie das alles geht, dann, guck mal hier, Gucci Hoodie und Arbeitslose. Ja, ist Danilo, Billionär, nebenbei Handwerksarbeiten machen, bisschen Hausmeister. Tja. Auf jeden Fall, so sieht das Lenkrad aus, das ist das G29, natürlich keine Produktplatzierung, hier sogar mit Drehzahlanzeige hier. Geil gemacht. Aber ist schon krass, oder? So mit Lenkrad und so, ist schon... hat was auf jeden Fall.